Jeder verkaufte Baum bekommt erst einmal ein Bändchen. Und eine da vorne, die ist auch noch ganz schön. Die vorne bei denen, die wir umpflanzen wollen. Die kleineren werden wir umpflanzen jetzt. Die Kiefer ist 12 Meter hoch. Sie geht jetzt für 15.000 Euro weg. Jan-Dieter Bruns ist Experte für Riesenbäume. Also das braucht schon einen Sondertransport, damit sie überhaupt nach Wolfsburg geht. Ja. Nee? Müssen wir in unserem Preis mit einkalkulieren. Haben wir auch gemacht. Ja. Das Ausgraben der Kiefer dauert 4 Stunden. Nur wenige Spezialisten beherrschen die Kunst, so große Bäume umzupflanzen. Denn das Risiko, dass der Baum das Ausheben nicht überlebt, ist hoch. Aber für ihn werfen große Bäume satte Gewinne ab. Er züchtet Bäume, aber nicht als Keimling. Sie werden ihm bereits in dieser Größe geliefert. Pro Jahr wächst der Wert etwa um 500 Euro. Also so eine Kiefer kostet auch schnell gleich wieder 2.000 Euro, die wir jetzt investieren, und dann wieder, um sie wieder in 3-4 Jahren verkaufen zu können. Es ist natürlich vorteilhaft, dass Sie eine gewisse Größe haben als Firma. Ne? Ja, wir sind gewachsen über viele Generationen. Ich bin jetzt die vierte. Und Sie brauchen natürlich Kapital. Also Sie brauchen dafür ein gutes Fundament. Und das haben meine Väter und Vorväter geschaffen. Wie ist das? Die müssen jetzt alle einzeln gebunden werden. Und dann werden die ganzen Äste noch an den Stamm rangebunden. Die gehen jetzt erstmal partienweise rein und machen immer die Einzeläste. Sein Sohn macht gerade eine Baumschullehre. Das Zusammenbinden der Äste kann bis zu 2 Tage dauern. Schließlich ist der Baum ein Vermögen wert. Wir machen das manche auch mit Jutebändern, damit das Band nicht in den Ast reinschneidet und den Ast verletzt. Ja. Hm? Hast du das auch schon mal selber gemacht, das Binden? Ich habe das auch schon mal in einer anderen Firma gemacht, ja. Also jetzt nicht bei Kiefern, aber bei Linden. In Meckenheim war das, ne? In Meckenheim war das, bei Bonn. Und anstrengend? Ja, bei so einem Wetter wie heute ist natürlich anstrengend, aber so im Sommer und so macht das auch mal Spaß. So im Baum geht die Zeit auch schnell vorbei, also hat man Spaß. Eines seiner Kinder wird einmal die größte Baumschule Europas übernehmen. 50 Millionen Euro Jahresumsatz, 300 Angestellte. Zum Mittagessen kommt die Familie immer zusammen. Die 3 Söhne gehen noch zur Schule. In 4. Generation führen die Bruns ihre Baumschule. Der Großvater hatte vor Jahren auf den Export gesetzt. Das brachte den Erfolg. Noch ist offen, wer in der nächsten Generation den Betrieb weiterführt. Haben Sie von Hand gepflanzt? Ein Unternehmerpaar aus der Ukraine kommt zum Baumkauf nach Norddeutschland. Das Ehepaar Taruta hat einen ganzen Tross von Spezialisten dabei, inklusive Gartenarchitekten aus Tokio. Es geht um eine neue Parkanlage. Ein paar hundert Bäume sollen geliefert werden. Den Milliardär Taruta kennt er bereits von früheren Bestellungen. Diesmal sind es Großbonsai für einen japanischen Garten. Die Baumschule hat 40.000 verschiedene Bäume im Angebot. A little bit more bigger. Yeah, more bigger. We have one plant. We can have a look there a little bit later. Is that Amelanchier? Yeah, Amelanchier, yeah. Die Bäume sollen an die Krim. Dort will der reiche Kunde einen ganz neuen japanischen Garten mit Villa und angrenzendem Luxushotel entstehen lassen. Hier in der Baumschule kann sich der Milliardär etwas kaufen, was er sonst nirgends bekommt. Zeit. Leider ist das Leben nur sehr kurz. Große Bäume bringen den Vorteil, dass man sie zu Lebzeiten in ihrer ganzen Schönheit sehen kann und erkennt, wie sie das Bild des Parks prägen. Für die Baumschule ist es ein guter Tag. Für mehrere 100.000 Euro gehen die Bäume von Niedersachsen an die Krim.